Gegner haben so eine richtige Solo-Q-Comp, Alter. Was spielt man auf Jenna aktuell? Dreammaker into... Oh ja, stimmt. Echoes of Helios ist krass broken. Wenn nicht early stoppen, sind die aber doomed? Ja, ich meine, mit Yone und Vladimir scalen die gar nicht so bad, ne? Also die Poppy wird auf jeden Fall Level 1 oder Level 2 irgendein Flashplay forcen. Helia Moonstone. Ja, aber ich bin mir gar nicht sicher, ob Moonstone hier ein gutes Item ist. Die Gegner wollen halt One-Shotten. Aber was soll ich sonst bauen? Kann man Solaris bauen auf Jenna? Nee, ne? Ja, Level 1 habe ich schon mal überstanden. Ich glaube, der Talon wird hier early ganken und Poppy wird Flash ehen oder so eine Scheiße. Boah, aber warum wollen wir das fighten, Guys? Okay, Talon ist topside. Der ist einfach von Poppy gefistet worden. Poppy Damage ist so broken early game, das ist crazy. Hätte ich da mal machen sollen? Soll ich sie wegulten oder was wäre? Was wäre dein Gedanke hier gewesen?
swiftly. Kein Execute? Ach stimmt, Execute proc nur auf Autotex, ne? Will ich eigentlich mal recallen, aber dann wird er halt weggedived, das kann ich nicht machen. Okay, aber also du kannst mich nicht spamping und dann in diese Pocket reinlaufen gegen Poppy, das kannst du nicht machen, Bruder. Das kannst du nicht ernsthaft machen. Ich wollte eigentlich die Poppy-Ult flashen. Aber ich glaube, es ist gut, dass ich nicht gemacht habe. Ja, unser Hackroom ist 4-0. Oh, scheiße. With ease. Machen wir jetzt. Das hätte ins Auge gehen können. Ich hätte mir einen Darkseal holen müssen, ne? Ah, der Jennerpick war genius, guys. Ich glaube, der war genius. Hätte ich hier Rakan gepickt, wäre ich 10 von 10 useless gewesen. Guck mal, sollte nicht diveable sein, 1v1, oder?
Ob hier runter geht, muss ich auch runtergehen. Ich glaube, ich hätte nicht ulten sollen. Ich hätte ein bisschen Angst, dass der Hecarim da gewone-shottet wird. Ah, sorry. Ja, sorry, my bad. Das Plating hätte ich nicht scheren müssen. Hat er recht. Das ist einfach Team-Diff gerade. Muss einfach nur die Poppy deny, ne? Mein Job ist einfach nur, Poppy aus dem Game rauszunehmen. Ich werde so viel besser scalen als die Poppy. Stayen einfach. Poppy ist jetzt schon länger miss. Oh, was ist mit dem Hecarim los, Alter? Hecarim ist gliding in Pisslow. Ja, knappe Games gibt's heute nicht, aber ist okay. Ich glaube, Poppy Support Blind Pick ist auch kein Ding, ehrlich gesagt. Ah, mit den 200 Gold. Was ist passiert in dem Game? Wie ist der Hecarim 8-0? The hell? So, chill mal bitte, Harold. Ja. Das ist wirklich ein harter FF-Engel, ja. Der Kog'Maw-Damage. Kog'Maw ist auch so ein Champion. Ich glaube, der ist einfach immer gut. Aber niemand hat Bock, die zu spielen.
Nicht da. Schade. Aber guck mal, spielt sich auch krass awkward, muss man sagen. WhatsApp Kalista hat ein bisschen schlechten Empfang. 10-0 Hackerim, Alter. Was macht denn Helias eigentlich nochmal? Dementing a champion grants a soul shard up to a maximum of 2. Shielding or healing consumes all soul shards. In harmony. Ist trotzdem frecher Damage, ne? Aber mehr macht sie halt nicht. Also das ist wirklich alles, was dieser Champion macht. Ich gar nicht ulten müssen, wa? Aber sah cool aus. Sah cool aus, das ist das Einzige, was wichtig ist. Das ist ja wirklich eine absolute Zerstörung. Holy fuck. GG's. Dann schaffen wir doch noch unser TFT-Game. Sehr stark. Dann haben wir heute sogar Plus gemacht. Warum nicht? We take it. We take those. Also heute war wirklich Auto-Win, Auto-Lose.